In diesem Video zeige ich, wie ihr bei eurem Controller Smart Trigger und Smart Bumper einbauen könnt. Das ist L2 und R2 wie eine Maustaste mit einem kurzen Weg und aus dem Klick wie eine Maus. Und L1 und R1 genau das gleiche. Ihr braucht dafür einen Lötkolben und Lötzinn, einen Seitenschneider, einen Kreuzschraubenzieher, einen kleinen Spachtel. Dieses Set mit ein paar Tastern, Kabeln und diesen kleinen Kappen. Den Link dazu packe ich in die Beschreibung. Und ihr braucht eine Heißklebepistole. Zuerst nehme ich den Spachtel und mache hier unten diese schwarze Abdeckung ab. Das kann man auch mit einem Brotmesser machen. Das Ganze hier kann man einfach abziehen. Das ist nur geklippt. So. Jetzt drücke ich die L2-Taste durch und dann kann ich mit dem Spachtel hier drunter gehen und so nach links und rechts hebeln und dann kommt die Taste raus. Bei der R2-Taste genauso. Jetzt sind hier und da zwei Schrauben, die kommen raus und hier unten sind auch zwei Schrauben, die müssen ebenfalls raus. Jetzt ziehe ich das Ober- und Untergehäuse an den Seiten erstmal ein bisschen auseinander. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann klippt das einmal so kurz und dann mache ich hier mit dem Spachtel oder mit dem Fingernagel diese Clips hier vorne raus. Dann kann man das komplett auseinanderziehen. Und das Ganze hebt man dann nach vorne weg, weil hier sind so zwei Bügel dran. Jetzt nehme ich erstmal den Akku raus, dann dieses kleine Flexkabel hier und jetzt die Schraube von dem Akkuhalter. Ganz kann raus. Jetzt ist hier an der Seite ein Flexkabel, das kann man rausziehen. Hier ist auch noch eins. Dann ist hier oben noch ein Kabel vom Touchpad. Und hier unten ist noch ein kleines Flexkabel vom Mikrofon. Jetzt hat man hier links und da rechts zwei kleine Clips. Die drücke ich mit dem Schraubenzieher oder so zur Seite und gleichzeitig drücke ich mit dem Finger auf den Analogstick, damit die Platine mir entgegenkommt. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Kann man die einfach so umdrehen. Jetzt sind hier zwei silberne Schrauben und hier sind zwei Schrauben. Die müssen alle vier raus. Wenn dieses Ding hier rausfällt, das setzt man so hier wieder rein, dass die Pins nach da gehen. Das kann man auch hier überprüfen. Und dort sind so kleine Pins und die müssen da drauf wieder liegen, wenn man das zumacht. Wenn jetzt alle Schrauben draußen sind, kann man das hier einfach rausheben. Die Oberschale kann weg. Die Platine drehe ich mal wieder hier rein und mache die wieder in die Clips rein. Und jetzt sind hier vier Schrauben, die halten die Schultertasten fest und die müssen jetzt raus. Bevor ich hier jetzt weitermache, nehme ich mir jetzt acht von diesen Kabeln, zwei von diesen Metalltasten und zwei von diesen schwarzen Tastern und zwei von diesen Kappen. Die restlichen Sachen sind für Ersatz, falls irgendwas beim Einbau kaputt geht. Jetzt löte ich erstmal die Kabel an die Taster dran. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir eine Schultertaste. Ich zeige euch das nur bei einer. Also es wird bei beiden Schultertasten genau gleich gemacht. Also wir müssen jetzt einen Schraubenzieher nehmen und die drei Schrauben hier raus machen. Und hier auf der Rückseite ist ein Flexkabel. Hier drunter ist auch noch eine Schraube. Die Schrauben in den Schultertasten sind ein bisschen anders als die in dem Controller an sich. Deshalb sollte man ein bisschen gucken, dass man die nicht verwechselt. Dieses Kabel hier kriegt man am besten mit einer Zange oder mit einer Pinzette raus. Jetzt entferne ich hier diese Abdeckung, dann kann ich diesen Bügel hier raus machen. Kann man einfach abziehen. Und jetzt nehme ich mir eine Zange und ziehe diesen Pin hier raus. Der hält nämlich die Schultertaste hier unten fest. Und die kann ich jetzt einfach abmachen. Jetzt nehme ich mir meinen Schraubenzieher oder irgendwas Spitzes und damit kann man das Gummi hier raus machen. Und jetzt mache ich vorsichtig dieses Flexkabel hier raus. Also wenn jetzt hier drinnen alles draußen ist, nehme ich mir so einen kleinen Taster, diese flachen. Die sind nämlich für R1 und L1. Und ich habe mir das Kabel jetzt hier ein bisschen vorgeknickt. Und jetzt nehme ich den Taster mit einer Pinzette. Und jetzt mache ich hier einen ganz kleinen Tropfen Heißkleber drauf. Also da braucht man nicht viel Heißkleber, nur ein ganz kleines bisschen. Und den platziere ich jetzt hier mittig drinnen. So, den nochmal schön fest dran drücken. Die Kabel gehen hier unten lang, dass sie hier an der Seite rauskommen. Und die sollen nicht hier lang gehen, weil hier wird später verschraubt und dann sitzt die Taste nicht richtig. Deshalb, die müssen hier unten rausgehen.
um zu gucken, ob das Ganze jetzt funktioniert, kann man das erstmal schnell testen. Nehmen wir so ein kleines, diese kleine schwarze Kappe und eine L1-Taste und hier ist ein Loch in der Mitte und da stecke ich einfach diese Kappe drauf und dann stecke ich einfach mal die Taste hier drauf. Dann kann man gucken und hören. Wenn es klickt, dann funktioniert. Jetzt kann man das Ganze, also wenn die Taste hier richtig platziert ist und richtig sitzt, die Kabel gehen unten raus, kann man das Ganze wieder anfangen zusammenzusetzen. Ich fange hier mit der Taste an. Wenn ihr die reinmachen wollt, dann muss man das hier unten einhaken und dann kann man das hier oben reinschieben. So. Und dann muss man gucken, dass es hier ein Loch gibt. Und dann kann man diesen Pin nehmen und den hier wieder durchstecken. Jetzt kommt dieses Zahnrad wieder rein. Wenn ihr das so reinmacht, guckt, dass die Zahnräder so nach oben zeigen, also die Zacken. Und dann nimmt man diesen Bügel und setzt den von hier oben drauf. So. Und dann schiebt man den einfach runter. So. Dann sitzt das nämlich auch richtig. Jetzt kann diese Abdeckung hier wieder drauf. Und diese ganzen Schrauben wieder rein. Als nächstes nehme ich mir jetzt so einen Plastiktaster hier und der wird hier platziert, auf diesem Steg hier mäßig. Also hier unten drauf wird der platziert, in diesem Bereich. Das ist auf beiden Seiten genau gleich. Man kann das erstmal hier so reinsetzen, bevor man da Kleber dran macht und so gucken, wie er dann sitzt. Bevor man da jetzt irgendwas endgültig festklebt, so den einfach reinhalten und die Taste drücken, gucken, ob der klickt und ob der gut sitzt und sauber. Wenn alles passt, dann einfach einen kleinen Punkt Heißkleber nehmen, hinten auf die Taste machen. Und das Ganze hier festkleben. So, und als nächstes werden wir jetzt die Taste hier dran löten. Für R1 gehen wir mit Plus an diesen Pin und mit Minus an den Pin von dem Motor hier. Ihr könnt aber auch einen anderen Minus-Pin nehmen, ist eigentlich egal. Und für R2 und L2 gehen wir hier oben an diesen Pin mit Plus und wieder mit Minus irgendwo. Damit das Ganze hier ein bisschen schöner ist und die Kabel nicht so lang sind, halte ich mir das hier so lang, also so wie es liegen haben will. Halt das so und dann kann man das einfach mit dem Fingernagel so ein bisschen abisolieren. Jetzt mache ich doch ein bisschen Lötzinn an die Spitze, damit das auch später richtig hält beim Löten. Und das Ganze jetzt einfach nur noch dran halten. Für das andere Kabel mache ich genau das gleiche. Leg mir das erstmal hier so lang. Das Kabel hier nehme ich mal besser raus für den oberen Pin, damit ich mir das nicht anschmore. Und hier mache ich wieder genau das gleiche. Hier dieses Kabel gehe ich ein bisschen so, mache ich ein bisschen länger, damit das hier außenrum um das Flexkabel später rumgehen kann. Minus mache ich mit zusammen an diesen Motor hier dran. Und das andere Kabel für L2 kommt hier an diesen Pin. Ich mache jetzt hier bei diesem Flexkabel einfach eine Ecke ab. Muss man vorsichtig machen, damit ich das hier leicht reinbekomme. Ansonsten kann man das auch von unten so dran löten, dann müsste das Kabel aber noch länger sein. Da passiert nichts bei dem Kabel, wenn man hier an der Seite nur dieses Plastikding abmacht. Jetzt müssen wir dieses kleine blaue Flexkabel hier nehmen und das auch wieder reinstecken. So, und dieses Kabel hier klebe ich mir jetzt mit Isolierband einfach an die Seite fest. Damit das Ganze hier später nicht stört, weil dieses kleine blaue Flexkabel, das muss man wieder reinstecken, sonst funktioniert diese ganze Sache hier nicht. So, und genau das gleiche mache ich jetzt für die andere Seite genauso.
Wenn jetzt beide Seiten fertig sind, dann wird das Ganze einfach nur noch zusammengebaut und dann ist man eigentlich fertig damit. Also ich nehme jetzt dieses schwarze Teil mit der Platine und setze es hier wieder drauf. Die andere Seite mache ich genauso, einfach wieder dran halten und festschrauben. Wenn ihr den hier reinsetzt, dann guckt, dass hier unten dieses Flexkabel nicht dabei kaputt geht. Zuerst gucken, dass es richtig sitzt an sich und dann einfach umknicken, mit dem Finger festhalten und dann gleichzeitig das Ganze hier reinsetzen. Hier mit dem Daumen kann man dann noch dieses Touchpad-Kabel dann noch in das Loch einführen und dann das Ganze einfach nur noch zusammenstecken. Jetzt muss man die Platine nochmal rausheben. So, weil hier müssen nämlich noch zwei Schrauben rein. Das sind die silbernen, die da oben reinkommen. Jetzt werden einfach die ganzen Flexkabel hier wieder reingesteckt. Jetzt kommt hier noch eine Schraube rein. Und auf der anderen Seite genauso. Jetzt kommt der Akkudeckel. Hier in der Mitte kommt diese andere Schraube rein. Jetzt kommt hier dieses kleine Mikrofon auch noch wieder rein, dieses Flexkabel davon. Jetzt kommt der Akku wieder rein. Wenn ich das hier zumachen möchte, dann einfach dieses Obergehäuse von oben auf die Schultertasten draufsetzen, hier einrasten lassen und dann kann man das Ganze einfach zusammendrücken. So, und jetzt kommen hier, hier, hier und hier wieder die Schrauben rein. Jetzt kommen die Tasten drauf. Denkt daran, dass hier so eine kleine Kappe reingesteckt werden muss. Hier ist jetzt schon eine drinne. Um das hier wieder drauf zu machen, einfach hier oben einhaken, unterm Touchpad mäßig. Dann das Ganze einfach über die Sticks ziehen und dann runterdrücken. Hier hinten, das kann man noch drüber ziehen. Das Ganze einmal alles schön fest zusammendrücken. Ihr müsst jetzt in die Einstellung von eurer PS5 gehen und dann hier unten auf Zubehör, dann auf Controller und dort bei Intensität des Trigger-Effekts das komplett auf Ausmachen, weil wenn ihr das so auf stark, moderat oder schwach habt, also wie hier jetzt, dann habt ihr so eine Art Rapid-Fire-Effekt. Das heißt, wenn ich jetzt schieße, also ich drücke einfach nur die Taste jetzt einmal. Und wenn ich die gedrückt halte, spammt er die Pistole die ganze Zeit durch. An sich ist das ganz cool, aber das Problem ist, dass er dann bei normalen Waffen nicht immer durchgängig schießt. Kann man jetzt schwer zeigen. Auf jeden Fall würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Also macht in den Einstellungen diese Intensität des Trigger-Effekts auf jeden Fall auf aus. Dann habt ihr zwar diesen Rapid-Fire-mäßig nicht, aber es lässt sich, finde ich, besser spielen als so.